Die Top 7 der schlimmsten Väter. Wenn uns Filme eine Sache gezeigt haben, dann, dass es nicht nur die Bilderbuchväter gibt, sondern auch die ganz üble Sorte, die uns daran erinnern, wie dankbar wir eigentlich für unsere Väter sein sollten. Schlimmer geht immer und hier sind unsere Top 7 der schlimmsten Väter. The whole thing's very complicated. Bernard Bergman, gespielt von Jeff Daniels, mag euch vielleicht nicht so schlimm vorkommen, aber gut ist etwas völlig anderes. Während seine Söhne nicht nur mit der Scheidung klarkommen müssen, sondern auch mit ihrer Pubertät, ist Bernard eher auf sich selbst konzentriert und eher ein Weichei als eine Stütze für seine Söhne. Der Vater aus der Tintenfisch und der Wal bekommt friedfertig den 7. Platz. Auch diesem Vater war seine Kleine scheißegal. Mathilda ist ein Film unserer frühen Kindheit und ein echter Klassiker. Auch wenn Fräulein Knüppelgut die Hölle war, der wirkliche Hass ging auf ihren Vater Harry Wurmwald. Ihm ist sein kleines Mädchen mit den telekinetischen Kräften völlig egal. Fernsehen ist ja auch wesentlich wichtiger und man könnte ja auch das Dschungelcamp verpassen. Als Harry mit seiner Frau vor der Polizei fliehen muss, scheint er sogar froh zu sein, dass seine Tochter von Fräulein Honig adoptiert wird. Besser ist es so und der herzlose Harry bekommt den 6. Platz. Erziehung durch Gewalt. Auch wenn Dwight nicht wirklich Tobias Vater ist, qualifiziert ihn seine gewalttätige Ader für diese Liste. Dieser Stiefvater ist der festen Überzeugung, dass man den Sohn der früher alleinerziehenden Caroline am besten mit ein paar Schlägen auf die Sprünge hilft. Und sogar zur Mutter ist er ein ziemliches Arschloch. Robert De Niro und seine Rolle in This Boy's Life verschaffen sich damit den 5. Platz. Oh, I'm so scared, I'm so scared, I'm so scared, oh! Bleiben wir bei Stiefvätern. Jerry aus Stepfather ist ein Psychopath. Nicht nur hat er seine eigene Frau und seine Kinder erstochen, er zieht auch noch zur nächsten Familie, um diese auch zu ermorden. Dieser Serienkiller hat eine komische Vorliebe und vor allem mit einem Stiefvater, den sie nicht mögen, es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Ob seine Mordserie gestoppt werden kann, wollen wir euch jetzt nicht verraten, aber Stepfather von 1987 ist ein Blick wert und deswegen gibt's von uns den Platz Nummer 4. Here's Johnny. Und wir sind wieder bei Psychopathen. Klar, man kann behaupten, dass Jack aus Shining kein so schlechter Vater war, sondern einfach durch das Haus verrückt geworden ist. Aber wir glauben, dass es früher oder später sowieso passiert wäre. Selten war ein Kind so unsympathisch und eine Frau so nervig. Jack, wir sind auf deiner Seite, aber man jagt dennoch seine Familie nicht mit einer Axt durch ein gruseliges Hotel. Platz 3 für den Mann mit der Axt. Gott. Ja, ihr habt richtig gehört. Gott. Denk mal genau drüber nach. Wer gibt seinem Sohn Visionen und Anweisungen, wegen denen er später geschlachtet wird? Nicht cool. Wirklich nicht. Und wenn dein Sohnemann dich am meisten braucht, lässt du ihn einfach so hängen und weswegen Symbolik und die Sünden anderer? Ist klar. Eine echt miese Nummer auf Platz 2. Aber wer ist schon schlimmer als Gott? No. I am your father. Darth Vader. Erst hätte er seine Tochter gefangen, dann tötet er den Lehrmeister seines Sohnes, zerstört einen Planeten und wenn er seinen eigenen Sohn die Hand abschneidet, hält er es für nötig, ihm zu sagen, dass er sein Vater ist. Klar ist man da enttäuscht, wenn der Sohn nicht direkt ins Familienunternehmen einsteigen will, aber das? Darth Vader ist das Böse in Person und auch wenn er eine gute Sache macht und seinen Sohn rettet, er bleibt ein miserabler Vater. Darth Vader auf Platz Nummer 1.